Lizenz, ne? Nehme ich. Kann ich kurz kombinieren? Ja, kann ich. Und das Eisenmesser werden wir wegwerfen. Was bin ich nur für ein Sünder? Ich habe ein Eisenmesser weggeworfen. Hattest du das noch? Ja. Oh, schon wieder an so einen Haufen, Mann, ey. Ja, komm, fickt euch. Wow, es hagelt Essenzen. Ist eher selten. Möchte man sagen. Dionysos Weinschlauch hatten wir noch nicht. Oh, das ist ja schön. Zu den ganzen Essenzen, wir erklären die dann, wenn die vollständig sind. Also Prometheus Flamme ist, habe ich ja schon mal erklärt, da kurz so nebenbei im Nebensatz. Ist halt, da ist was gedroppt, ne? Ist halt für Flammenschaden. Also für Julian eigentlich ideal. Ansonsten, die Essenzen brauchen immer 3 zur Vollständigung. Ja. Und die tierischen Dinger brauchen 5. Ja, das haben wir ja, glaube ich, schon mal erklärt irgendwann in diesem Let's Play. Muss am Anfang in einem der Parts gewesen sein. Da ist der Typ. So, willkommen, der einzige friedliche Zentaur. Einen freundlichen Gruß, guter Reisender. Was bist du so erstaunt, auf einen Zentaur zu treffen, der nicht voller Hass ist und den Krieg will? Mein Name ist Chiron. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Leider habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann. Was hast du denn für ein Problem? Weißt du, ich lebe schon lange in diesem Wald, friedlich mit all diesen Kreaturen. Aber vor kurzem sind sie dem Wahnsinn verfallen. Am schlimmsten hat es Ino erwischt, die Priesterin der Mänaden. Als ich am Fluss anhielt, um zu trinken, überraschte sie mich, stahl meinen magischen Bogen und flüchtete in eine Höhle. Krieger, ich bin ein Zentaur. Ich bin nicht für Höhlen geschaffen. In diesen dunklen, gewundenen Räumen kann ich nicht gut kämpfen. Wenn du so freundlich wärest, mir meinen Bogen zurückzuholen, dann wäre ich gern bereit, mein großes Wissen mit dir zu teilen. Gut, werden wir machen. Weil das gibt dann Fähigkeitenpunkte. 2 Stück. Ja, das heißt, wir haben dann 5 statt von 3 von diesen Punkten. Also ich meine, es gibt Fähigkeiten. Kann das sein, dass Attribute gibt? Es sind Fähigkeiten. Ich glaube, es ist der erste mit Fähigkeiten. Ja. Der erste Quest. Ich meine nämlich auch. Ja, egal. Beides ist gut. Das sind immer die besten Quests, die diese Punkte bringen. Und dafür müssen wir Mänaden, das sind diese Avatar-Viecher. Ja, ich habe wieder irgendeinen Scheiß mitgenommen. Ja, kannst halt nicht klicken. Der hat sich verändert, weil du... Ja. Jetzt wird hier wieder alles... Wieder ohne jetzt wird hier wieder alles auf mich geschoben. Das ist ja wieder... Moment, stopp. Ino, schieß dich ab. Nicht weitergehen! Ja, die sind jetzt auch tot fast. Ach, Mann, warum bist du auch nach vorne gegangen? Ich bin nicht weiter nach vorne gegangen. Du warst vor mir. Und du warst vor mir. Level... Hast du schon? Ich hab gleich eins. Moment. Erst muss Ino sterben. Diesmal bin ich nach vorne gegangen. Aus Versehen. Richtig, lieber. Ich hatte die fast tot. Ich habe mal den Frostschrein genommen, ne? Kann ich sogar was mit anfangen, wenn mein Bogen sogar erhöhten Kälteschaden hat. Ich habe Level jetzt auch, aber lass uns mal das Level machen, wenn wir wieder bei Chiron sind. Dann haben wir nämlich direkt mehr Punkte. Und Ino ist tot. Wenn du eine Sekunde länger da gewartet hättest... Was wäre dann? Dann wäre ich schon tot gewesen. Dann hätten wir die nicht bis hierhin verfolgen müssen. Ich meine, das hätte mir trotzdem gemacht. Aber ist egal, die bringen auch ein bisschen Erfahrung. So, da habe ich Chirons Bogen. Den nehmen wir mal auf, jeder. Du hast meinen Bogen genommen. Ja, könnt ihr jetzt nicht benutzen, auch nicht als Bogen. Ja. Und dann bringen wir den mal zurück. Verblieb Chiron. Das ist richtig. Ja, am Anfang, das geht noch wirklich schnell mit dem Level, das wird später... Ich denke, wir werden so mit Level 40 oder so dieses Let's Play aufmachen, obwohl, nee, niedriger. Level 37, 38, ja, 39, irgendwas da in der Richtung. Also Ende 30er, der Bereich, vom Level her. Und wenn ihr mehr sehen wollt, also noch weitere zur Durchgänge, dann schreibt es, dann machen wir das auch noch. Mein Bogen. Aber egal. Wunderbar. Verteidigen mich bitte. Krieger, du hast meinen Dank verdient. Und da ich ein Ehrenmann bin... Halte ich mein Wort. Lass mich meinen Dank übermitteln.
Gut, jetzt haben wir zwei. Ah, es sind doch Attributspunkte. Haben wir vier Stück, die werden wir allesamt in Stärke waffen. Klingt komisch, ist aber so. Und als nächstes werden wir. Wir werden noch ein bisschen in die Jagd reinskillen. Machen wir einfach mal drei Punkte. Und dann haben wir jetzt 144 Stärke. Reicht immer noch nicht. Was bringen die Ringe? Geschicklichkeit, Stärke. Ich würde ja gerne diese Beinschienen tragen. Dafür muss ich einmal 159 erreichen, den Wert. Ich habe leider nichts, was irgendwie die Anforderung verändert. Ja, nee, wir werden mal gucken. Vielleicht finden wir noch Stärkeringe gelb. Dann kann ich die tragen statt Geschicklichkeit. Naja, ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Hauptsache, die Skills wachsen. Und ich habe ja jetzt schon über 1000 Leben. Ich habe mehr Leben als du. Das ist schön für dich. Skillst du auch jetzt dauerhaft in die Meisterschaft immer rein, oder? Ich habe jetzt nur erstmal, damit ich die meisten Skills, die ich haben will, freischalte. Ach in der so. Meisterschaft. Na gut. Ich gehe ja mal eher so auf die Skills. Ich mache das jetzt gerade nur wegen den Dingens. Mit den Leuten noch reden? Ach ja, gut, das wird jetzt mal reden. Ein besonders talentierter Waffenschmied lebt in den Hügeln beim Helikospass. Manche sagen, dass der Gott Hephaistos selbst Thermaros die Handwerkskunst gelehrt hat. Er ist freundlich, aber bleibt lieber allein. Wenn du ihn finden kannst, wird er dir gerechte Preise anbieten. Sofern er dich mag. Ja, den Typen mag ich nicht. Die mag ich nicht. Überall in Griechenland wird die Ernte vernachlässigt. Ländliche Dörfer werden niedergebrannt und verlassen. Die Bauern versammeln sich zur Sicherheit in den Städten. Ich sage, dass der Pfeil bereits in Griechenlands Brust steckt. Tja. Ah, der Olivenhain. Es ist wahr, dass ein heiliger Baum alt und stattlich dort stand. Er liegt an der Straße, aber ich würde mich von dort fernhalten, wenn ich du wäre. Das ignorieren wir. Ich sehe, du bist weit gereist, Händler. Fremder. Oh, komm her und sieh dich um. Vielleicht habe ich etwas, das du gebrauchen kannst. Und hast du ein paar Ringe vielleicht? Ich habe ein bisschen Gold. 6 Stärke. 10% Stärke. Wow, aber der kostet mir ein bisschen zu viel. Das war halt ein grüner Ring. Unglaublich, dass sie hier schon grüne Ringe haben. Das ist sehr, sehr selten, Leute. Später haben sie öfter. Ja, dann kaufen wir. Was denn? Einen Stärkering und ich glaube, ich werde sogar den da mal kaufen. Einen Ring? Ja, ich habe mir jetzt lebe wohl. Geholt. So, jetzt haben wir genug Stärke und können die Beinschienen anziehen. Damit laufen wir jetzt mit 113%. Und dann werden wir noch den dadurch geschickt durch Dinge zersetzen. Wie seht, wir haben eigentlich nicht genug, um Stärke um die. Ach nee, jetzt darf ich die nicht mehr tragen. Okay, nee. Du trägst sie doch, oder? Nein. Jetzt kannst du die Armschienen nicht mehr. Was? 24? Egal, die Beinschienen sind erstmal wichtiger. Kann ich dir helfen? Naja. Das war gerade so ein bisschen doof. Bringt es jetzt vielleicht was, wenn ich den. Nein, oh nee, nicht verkaufen. Beehre mich bald wieder. Den sei gegrüßt. Und den behalte ich, weil der blau ist. Oder was hatte ich mit der anderen blauen Waffe gemacht? Hatte ich die verkauft? Nein. Ich hoffe nicht. Ach, selbst wenn, wir haben die so oft. Einmal. Ich habe die viermal. Okay. Vielen Dank. Gut, dann reden wir jetzt mit ihm. Ich war auf dem Weg von Delphi, um mit einigen Waren zu handeln. Ich hatte gerade mein Lager in den nahegelegenen Ruinen aufgeschlagen, als ich das Klappern von Knochen hörte und den Geruch von Toten wahrnahm. Ich schaute auf und sah überall Skelette. Sie schienen nicht sehr freundlich zu sein, also rannte ich davon. Soweit es mich betrifft, wer auch immer meine Waren findet, kann sie behalten. Gut, wir werden die Waren finden und natürlich werden wir sie behalten. Jetzt haben wir wieder so eine komische Hexe, die recht schnell tot ist. Ja. Also unser Ziel ist jetzt, diesen Olivenzweig zu finden, diesen Olivenbaum, von dem auch der eine Typ geredet hat. Der nicht sehr weit weg ist. Ja, und wenn wir den dann haben, dann geht's nach Delphi zum Orakel. Und da wird dann ein Cut passieren, also für die Session. Hast du eine Kokaku zufällig parat? Danke.
doch ein paar viele, ne? Ja, es geht aber. Ja, ich weiß, so viel Schaden haben sie nicht gemacht, aber trotzdem. Ja, hier liegt ein amtliches Leichenfeld, würde ich mal sagen, ne? Wildschweinort. Was gibt ja ordentlich Erfahrung. Eine Truhe. Oh, ein Schrein der Heilung. Den werde ich mal aktivieren, ne? Mach das. Ist jetzt nicht so der tolle Schrein, aber jetzt hat er sogar was gebracht. Ich muss ja auch gleich mal wieder diesen Skill geben. Und mir, der geht zwar recht lange, aber dadurch, dass wir jetzt so lange gequatscht haben, ist der wieder weg. Ich kann euch ja mal zeigen, was der inzwischen bringt. Der bringt nämlich inzwischen, dauert das Ganze 480 Sekunden und bringt 6,0 und 72 Dingenswiderstand. Und das ist doch mal ordentlich. Sprich 8 Minuten. Richtig. Aber jetzt habe ich das deinem Kerni gegeben. Ja, ist doch auch nett. Ja, aber trotzdem. War das ein Hauptmann? Ja, der ist aber tot. Gut. Ja. Jetzt aus der Brücke kann man ein bisschen die Viecher ärgern da unten. Die könnt ihr nämlich treffen. Wenn ihr euch geschickt hinstellt. Moment. Bei dir. Auf der Seite. Ah, jetzt geht's. Bei mir hat sich gerade ein Vieh hochgebackt. Ja, mit Hyrens Lokal cool ist man da ganz gut bedient. Aber der hat nicht immer die Reichweite dafür. Hier unten, bei mir auf der Seite, kannst du vielleicht hier hinfeuern. Da steht ein Centaur noch. Ah, ihr seht da mal. Ich schieße mal ganz kreativ. Ja, komm, lass mal weitergehen. Die Viecher können wir auch hier. Das ist mein Hain, der dort auf dem Hügel brennt. Der heilige Baum steht noch immer da oben. Er ist vielleicht unverletzt, aber du wirst an den wilden Brutalen vorbeikommen müssen, um ihn zu erreichen. Gut. Das sind übrigens Spinnen.